und er wird veranstaltet vom Institut für Managementkompetenz an der Uni des Saarlandes. Und der Professor Scholz und sein Team, die haben inzwischen sehr viel Erfahrung, die analysieren seit 1991 Personalarbeit und haben komplexes und differenziertes Analyseinstrumentarium entwickelt. Und dem haben sich 28 Unternehmen in diesem Jahr unterzogen. Sie haben einen ausführlichen Fragebogen beantwortet zu ihrer Personalarbeit. Der ist dann wissenschaftlich analysiert worden. Applaus für Projektor. Was heißt die Kategorien aufgeteilt? Bescheidenheit. Da brauche ich ja gar keine Laudatio mehr zu halten. Dann warten wir mal. Warum glauben Sie denn? Das drehe ich jetzt um. Ich habe ja einen zweiseitigen Text auf Laudatio, der bleibt gezeigt. So, warum glauben Sie denn, dass Sie den verdient haben? Es ist so, wir haben Personalmanagement aufgebaut als Quereinsteiger, deshalb war ich auch so ein bisschen beleidigt von Ihnen, dass das nicht gut ankam. Tja, ist aber so. Ja, und wir haben eigentlich von Anfang an das so gemacht, dass wir geguckt haben, in welcher Lebensphase befinden sich die Mitarbeiter und die Sachen daran ausgerichtet haben. Also deshalb haben wir manche Sachen auch nicht gehabt. Am Anfang hatten wir noch nicht so alte Mitarbeiter als IT. Unternehmen, so ein Start-up. Einen ändert sich aber. Genau, ja, wir haben nächstes Jahr den ersten Mitarbeiter in Rente. Okay. Also da sind wir auch stolz auf sowas. Und irgendwann haben wir als Quereinsteiger... Das ist egal. Ja, ich merke das schon. Das kommt alles später online. Das ist genau. Oh, okay, da kann man ja. Irgendwann haben wir festgestellt, dass es dafür auch einen Namen gibt, weil als Quereinsteiger wissen wir aber nicht, wie das so heißt. Und dass es lebensphasenorientiert heißt. Und da waren wir ganz glücklich, dass wir was machen, was gut ist. Weil als wir das erste Mal hier waren, haben wir den Preis gewonnen für Diversity, den durfte. Und da habe ich erstmal gegoogelt, was das heißt im Zusammenhang mit Personalarbeit. Weil man als Quereinsteiger halt in den Begriffen, also ich habe vieles auch nicht so richtig verstanden, was sie gesagt haben, nur von den Begriffen her. Weil ich die einfach nicht kenne. Ich gehe jetzt gleich hier runter. Wir sollen rübergehen, Herr Lange, können wir ein Foto von einem verblüfften Herrn Scholz machen. Hier wird Herr Scholz legitim gelesen. Ja, machen Sie mich weiter so. Sie haben den Würfel noch nicht in der Hand. Steht auch unser Name drauf. Das ist Telefon. Wir haben ja noch den anderen, der sieht sehr massiv aus. Das passt schon. Jedenfalls war ich der Meinung, okay, jetzt gibt es endlich diese Kategorie, die uns fragt, jetzt ist gut, Generationsmanagement, dann dachte ich so, dafür stehe ich. So, deshalb stehe ich jetzt hier. Okay, gut, danke. Nutzen Sie die Teilnahme und werden Sie Gewinner. Aber Sie sind auch Gewinner, wenn Sie nicht ganz oben auf dem Treppchen stehen sollten. Wenn Sie nämlich kommunizieren mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intern mit Bezug auf diesen Wettbewerb, wo Sie sich entwickeln, wie Sie sich entwickeln, was Sie daraus machen. Und das ist hier so ein bisschen der Impuls, den ich Ihnen auf Basis dieser Arbeit gerne mitgeben wollte. Es kann nämlich auch nach hinten losgehen, wenn Sie sich da hinstellen, Sie sind die Größten und dann nichts passiert. Bemerkenswert ist, selbst bei der Auswahl der obersten Führungskräfte verzichtet der Preisträger auf Assessment Center und Tests. Also hier ist so ein Punkt, was Herr Scholz eben gesagt hat, man muss nicht alles machen, was irgendwie als Top verkauft wird. Wir als Jury sind überzeugt, mit Kurz Esra einen würdigen Preisträger gefunden zu haben. Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Die HR-Strategie umfasst in dem Unternehmen vier Themenfelder. Eins davon ist die Digitalization. Das Unternehmen ist sehr intensiv unterwegs im Bereich der Erfassung von Personalkennzahlen, die intensiv ausgewertet werden. Und dann werden diese Erkenntnisse auch sehr schnell wieder genutzt, um Dinge zu ändern, zu optimieren oder abzuschaffen. Die klassische Personalsoftware hieß ja Personalsoftware, weil sie personalabteilungszentriert angelegt war. Wir gehen aber heute in die Richtung, dass wir sagen,
diese Software ist mitarbeiterzentriert. Das heißt, der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt. Die klassischen Softwareprodukte leisten das nicht. Deswegen haben sie beschlossen, wir brauchen eine neue Software. Die Zeiten von Modulen sind auch vorbei. Hochintegrierte Software, das heißt, alles in einem Konzept. Keiner will ständig von einem Modul zum anderen wechseln. Sie wollen eine Bildschirmplattform haben und auf der findet alles statt. Genau das leistet diese Software, dass sie von den Mitarbeitern her die Welt betrachtet. Und das ist schon ein Change. Meine Damen und Herren, es ist für mich eine große Freude und eine Ehre, dass ich Endres Hauser, also Endres Hauser Kondukta, diesen Award überreichen darf. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich jetzt wieder in die Gutbürger-Rolle schlüpfe, bis heute Abend zumindest, wenn ich nach Hause komme. In der Tat ist es so, dass uns immer noch Unternehmen begegnen, die wir davon überzeugen müssen, dass sie mit einer strategisch ausgerichteten Personalarbeit viel weiterkommen, also Vorsorge betreiben können, Risikomanagement betreiben können, frühzeitig Probleme anpacken können. Also ich bitte nach vorne jemand von der Politik. Vielleicht können Sie auch noch ein paar Sätze sagen, warum Sie glauben, Sie sind in Strategie und Vision richtig gut. Wir kriegen keine Laudatio wieder, ich muss das selber machen. HR-Organisation ist so ein Thema, was im Grunde nicht überall im Fokus der Personalarbeit steht, wobei es da im Grunde aus vielen Gründen hingehört. Wir haben gerade gehört, was Herr Langecker über Digitalisierung gesagt hat. Die Digitalisierung hält natürlich auch Einzug in die Personalarbeit und beeinflusst nicht nur den Aufbau, wer darf was machen, wer darf was entscheiden, wer hat welche Befugnisse, wer hat welche Kompetenzen, sondern auch die Prozesse. Und wir haben es natürlich im Personal mit ganz vielen verzahnten Prozessen zu tun, die gut gestaltet, gut durchdacht werden müssen. Und das reflektiert auch der Preis Best Personalwort. Denn beste Personalarbeit im Mittelstand, das ist für uns unter anderem auch Anspruch und Zielsetzung in Bezug eben auf jene Organisation der Personalarbeit selbst. Und klar ist es unmittelbar einsichtig, dass ohne eine professionelle Aufstellung der Personalabteilung und dessen, was sie tut, und ohne sorgfältige Gestaltung der ganzen Prozesse eine Personalarbeit sehr schnell komplett aus dem Ruder laufen kann. Deshalb hier in dieser Sparte auch ein sehr intensives Befragen in der Skype-Konferenz der Jury der Damen und Herren als Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen, die in die engere Wahl gekommen sind, um herauszufinden, wie sieht das da konkret aus und was wird eingelöst. Das wird nicht nur gefordert, sondern was wird eingelöst. Der Meinung der Best Person Award Jury zufolge zeichnet sich eine hervorragende Personalorganisation dadurch aus, dass sie sich der Unternehmensgröße angepasst, optimal in ihrem spezifischen Kontext aufstellt und sich nicht mit irgendwoher vorgegebenen Einheitslösungen zufrieden gibt. Und daher ermutigen wir die Volksbank Sprobeu ausdrücklich auf diesem eingeschlagenen Weg zur Personalorganisation so mutig wie bisher schon fortzuschreiten. Und gratulieren sehr herzlich zum Spartensieg HR-Organisation. Das war eben für uns als Jury nicht so entscheidend zu sagen, wie viele Kennzahlen sind dabei, sondern eher, wie geht man damit um. Und ich freue mich, dass ich nochmal Endres und Hauser hier auf die Bühne stehe. Wenn wir Dinge im Personal entscheiden, dann sind die Führungskräfte einfach wichtige Multiplikatoren in der internen Kommunikation. Es gibt eine Mitarbeiterbefragung und es gibt drei Kennzahlen. Ja? Sie kennen alle Mitarbeiterbefragungen, unendlich viele Kompetenzfelder werden abgefragt. Drei. Mitarbeitercommitment, direkter Vorgesetzter und Ressourcen. Und mit diesen Dingen wird nicht nur irgendwelche Zahlen entwickelt, sondern es wird richtig gearbeitet. Es
gibt einen Fragebogen, es gibt einen Workshop, es muss regelmäßig an diesen Werten gearbeitet werden. Das Gesamtbild hat uns total überzeugt und deswegen ist dieser Preis auch für Kempfers in Hauser. So, wer hat sich denn auf die großen Würfel vorbereitet? Aber einer muss jetzt den offiziellen entgegennehmen. Ich kann den nicht in die Mitte nehmen. Sehen Sie ihn offiziell entgegen, dann überreiche ich ihn. Sie müssen jetzt erklären, warum Sie verdienen. Okay, das war die ganz harmlose Bescheidung. Antwort an den Besten. Recht herzlichen Glückwunsch. Thank you.